dürft ihr mich mal ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe ein paar Fakten und Macken und Details aus meinem Leben herausgekramt, die euch vielleicht interessieren könnten. Ein paar Sachen, die ihr noch nicht über mich wisst, die euch vielleicht auch teilweise überraschen. Andere Sachen sind wieder sehr persönlich, aber es ist doch immerhin alles menschlich. Und deswegen hört genau hin. Hier sind meine 50 Facts about me. Ich nehme mir immer total viel Zeit beim Frühstücken. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Autofahrer nicht danken, wenn man sie vorlässt. Ich meide Türklinken in der Öffentlichkeit. Ich kann es überhaupt nicht sehen, wenn Schuhe verkehrt herumliegen. Also wenn sie mit der Sohle nach oben zeigen. Wenn die Schuhe verkehrt herumliegen, muss ich sie umdrehen. Das ist so eine kleine Zwangsstörung von mir. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Mascara so hart ist. Fasst mir dann so an die Wimpern und wenn die richtig steinhart sind, kann ich überhaupt nicht leiden, wandert jede Mascara bei mir in die Tonne. Toastbrot. Ich nehme nie die erste Toastbrotscheibe. Brot raushole, dann ist es wirklich tatsächlich immer die Scheibe da drunter und nie die erste Scheibe. Warum das so ist, ich kann es euch nicht sagen. Reste essen. Also ich esse echt viel und ich kann es nicht sehen, wenn Essen auf dem Teller liegen bleibt. Ich hasse Spiegel in der Öffentlichkeit. Ganz schlimm sind die Umkleidekabinenspiegel und ganz schlimm sind Fahrstuhlspiegel. Ich kaue an meinen Nägeln und deswegen trage ich auch immer künstliche Nägel. Ich habe eine Babyglatze mitten im Gesicht. Die ist euch nur noch nie aufgefallen, wenn ich sie immer wegschminke. Und zwar habe ich seit der Geburt hier vorne ein, ja, da wächst einfach kein Haar. So bin ich auf die Welt gekommen. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann achtet mal drauf. Manchmal sieht man es, weil der Ton dann nicht ganz matchy ist und das dann so ein bisschen rötlich durchschimmert. Ja, ich liebe Horrorfilme. Ich habe keine Angst, gar keine Frage. Und ich laufe mit dem Hintern an der Wand wieder ins Bett und habe immer das Gefühl, mir fällt gleich jemand von hinten auf die Schulter. Aber das ist ja gerade das Gute daran. Ich komme aus einer Friseurfamilie, deswegen benutze ich seit genau 4 Jahren jetzt schon die Aveda-Produkte, weil es einfach meine liebsten Pflegeprodukte sind. Ich habe Naturlocken. Richtig kleine, kringelige Naturlocken. Ich habe orientalische Wurzeln. Ich habe einen irakischen Papa und eine türkische Mama. Ich bin Mama von 2 Kids. Der Julian Louis, der ist 7. Und meine super freche, frechste Tochter von Welt, wo gibt, ist Sarah Jolene und sie wird bald 6. Mit meinem Mann bin ich jetzt schon fast 8 Jahre verheiratet und 13 Jahre, glaube ich, mittlerweile zusammen. Ich bin von Beruf eigentlich gelernte Fitnesstrainerin und Personal Coach und habe auch als Instructor in ganz vielen Fitnessstudios Kurse gegeben und ja, hauptsächlich aber alles, was mit Kampfsport zu tun hat. Ja, Kampfsport ist meine große Leidenschaft. Ich habe so von 7 bis 16 Taekwondo gemacht und habe danach eine ganz große Liebe für Kung Fu entdeckt, beziehungsweise eher gesagt für Penchak Silat. Das ist eine südostasiatische Kampfkunst. Ich hatte ein ganz tolles Team damals. Ich mache das ja schon jetzt leider lange nicht mehr. Aber meine Kinder dafür, die gehen zum Karate und da schaue ich unglaublich gerne zu. Im Alltag trage ich immer flache Schuhe. Ich liebe Gemüse. In allen möglichen Variationen, egal ob roh oder gekocht. Es gibt, glaube ich, fast gar nichts, was ich nicht mag. Nee, ich glaube nicht. Wer bisher gedacht hat, ich gebe total viel Geld für Kosmetik aus oder für Klamotten, ich gebe einfach viel zu viel Geld fürs Essen aus. Einige von euch, die meine Videos verfolgen, die wissen, dass ich jedes Jahr nach Mallorca fahre. Und das sind jetzt schon 12 Jahre oder 13 fast. Ja, fast 13. Naja, so lange, wie ich halt mit meinem Mann zusammen bin. Ich gucke total gerne Kinderfilme und es freut natürlich meine Kids ungemein, weil jeder neue Film, der irgendwie rauskommt, den muss ich mir zusammen mit meinen Kids anschauen. Gucke sie fast am liebsten, muss ich sagen. Das ist jetzt irgendwie strange. Ich bin eine richtige Nachteule. Ich gehe total spät ins Bett. Ich weiß auch nicht. Die Nacht ist meins. Ich bin total unorganisiert. Total. Und bringe dadurch sehr, sehr vieles durcheinander. Und das ärgert natürlich den einen oder anderen in meinem Umfeld. Ich bin ein totales Verpackungsopfer. Alles, wo neu draufsteht, das muss ich kaufen. Wenn Frischkäse mit einer neuen Geschmacksrichtung herauskommt und es mich in irgendeiner Weise reizen könnte. Na, eigentlich reizt mich ja schon, dass neu draufsteht. Nach meiner Zeit als Fitnesstrainerin habe ich mich umschulen lassen und habe dann die Ausbildung zur Naildesignerin gemacht. Habe dann auch meinen Master gemacht und meinen Trainerschein. Ja, das habe ich ziemlich lange gemacht, deswegen komme ich auch so gut mit meinen eigenen Nägeln klar. Und so für mein engen Umfeld mache ich das auch noch, aber so beruflich übe ich das nicht mehr aus. Etwas, was ich eigentlich nicht so gerne erzähle, was hier aber ja einfach mit reingehört, ist, dass ich mal an Misswahlen teilgenommen habe. Ganz witzig eigentlich, ich hatte eine Wette gegen meinen Vater verloren mit 15
Und ja, der Wetteinsatz war, nehme an einer Misswahl teil. Ja, ich bin dann Miss Berlin geworden und dann Miss Potsdam und dann Miss Germany und dann tatsächlich sogar Queen of the World. Ich erzähle das so ungerne, weil man dann immer so in eine Schublade gesteckt wird und das ja in Deutschland sehr oft auch belächelt wird. Aber ich kann nur für mich sprechen, ich hatte eine sehr coole Zeit. Hat mir auch Spaß gemacht und es hat mir unglaublich viel Selbstbewusstsein gebracht. Bin dann eigentlich durch die ganze Welt gejettet und durfte ganz, ganz viel erleben und ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Ich hatte früher unglaublich viel Angst vor allen möglichen Krabbeltieren. Das hat sich komischerweise, seitdem ich meine Kinder habe, ganz schön geändert. Ich bin nicht mehr ganz so empfindlich, einfach weil ich es ihnen nicht vorleben möchte. Aber wenn es etwas gibt, was fliegt, da wäre ich wahnsinnig. Also da, ich habe eine Nude-Lippi-Phobie. Mag man das glauben? Ich probiere es immer wieder und ich trage mir den Lippi auf zu einem schönen Augen-Make-up, verlasse das Haus, gucke in meinen Autospiegel und nehme Taschentuch und ziehe das wieder runter. Ich kann es euch nicht erklären. Ich bin ein Abendduscher. Ich dusche nie morgens, sondern immer abends, weil ich einfach das Gefühl haben möchte, sauber ins Bett zu gehen. Dass ich eine Foundation-Macke habe, das wissen die ein oder anderen mittlerweile, glaube ich, unter euch. Und ich habe jetzt mal nachgezählt. Ich habe tatsächlich 28 Foundations. Ich habe einen ganz, ganz komischen Schlafstil. Ich schlafe immer auf der rechten Seite, immer. Und drücke dann so meinen Po nach hinten und lege den Kopf zurück. So ungefähr. Frauen sind ja so sehr mit Deko und Inneneinrichtungen und ja, das Zuhause sich einfach schöner gestalten. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich habe da kein Auge einfach für. Ich weiß auch nicht warum. Das seht ihr auch ganz oft an meinen Hintergründen. Die sind einfach nicht so schön wie bei anderen. Ich habe es einfach nicht drauf. Und ja, die Wohnung richtet auch immer mein Mann ein. Der hat da so ein Händchen für. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr selbstständig. Ich habe tatsächlich mal aus Versehen in einer Männerdusche geduscht. Also ich bin da überhaupt nicht exhibitionistisch veranlagt und war mal in einem Fitnessstudio. Da war ich ganz neu und kam ich aus der Frauensauna und bin dann ja, in die Dusche halt. Die bohren gerade. Nein. Also auf jeden Fall bin ich in die Dusche, habe mein Handtuch abgelegt und auf einmal kamen ganz viele Männer rein. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich bin echt schreiend davon gelaufen. Mir war das so peinlich. Also so ganz klassisch, wie man es eigentlich aus Filmen kennt. Und die haben alle wirklich total gelacht und haben mich doch gebeten, da zu bleiben. Ich bin tatsächlich schon 4 Jahre hier auf YouTube. Natürlich mit einigen Unterbrechungen, weil ich das ja eigentlich eher nur so als Hobby hier mache. Aber es sind tatsächlich schon 4 Jahre. Ich gehe total gerne zum Sport. Am liebsten mache ich das aber wirklich mit meinem Mann, weil wir uns beim Training absolut ergänzen. Wir schnacken nicht viel, wir ziehen unser Programm durch und stacheln uns gegenseitig so ein bisschen an. Mein größter Traum ist es, einmal in die Wildnis zu fahren. Also so eine Safari-Tour oder sowas in die Richtung, wo man einfach wilde Tiere ganz live erleben darf. So einige Jobs habt ihr ja schon von mir mitbekommen. Und ich war tatsächlich auch schon mal in einer Girlband. Ich hatte mal die große Ehre, mit Thomas Gottschalk zusammen zu moderieren. Das war damals die SKL-Show. Ich war auch schon mal bei Wetten, dass gewesen. Da durfte ich dann einen Scheck überreichen von einem Sponsor, für den ich damals das Werbegesicht war. Das war auch ziemlich cool und ich habe ihn auch schon mein drittes Mal gesehen. Ach so, bei Thomas Gottschalks Hausparty, damals als Miss Germany. Noch ein ganz großer Wunsch von mir wäre es mal, zu den Oscars zu gehen. Das wird halt nicht erfüllbar sein, aber das ist so ein Wunsch. Meine größte Schwäche ist meine Vergesslichkeit. Ich bin sogar so vergesslich, dass ich mir vergesse, Sachen aufzuschreiben. Und wenn ich sie mir dann aufgeschrieben habe, dann vergesse ich sie mir anzuschauen. Ein ganz großes Problem, dass ich so extrem vergesslich bin. Ich hatte mal eine Nasen-OP, also eine Nasenkorrektur. Ich hatte ja als Teenager eine normale Nase eigentlich, aber durch meinen Kampfsport, weil ich das ja auch als Vollkontakt zu der Zeit damals betrieben habe, wurde das halt auch hier ein bisschen breiter und alles in allem fand ich, dass sie überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Und deswegen habe ich sie damals mit 21 korrigieren lassen. Ich kann immer und überall schlafen. Ich kann wirklich im Stehen schlafen. Wenn ich irgendwo hinreise und nur im Taxi sitze von A nach B von 10 Minuten, dann kann ich auch schlafen. Ich bin Muslimin, aber ich bin sehr locker erzogen worden. Das heißt, ich musste zu einem Koranunterricht, sagt man dann ja. Darin ging es aber meinen Eltern wirklich nur darum, dass ich einfach meine Kultur besser kennenlerne. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, weil sie mich einfach gelehrt haben, dass es nicht wichtig ist, welche Religion man hat, sondern dass es wichtig ist, dass man ein guter Mensch ist und dass man ein gutes Herz hat.
Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn man nicht zu seinen Fehlern steht. Dass man Fehler macht, das ist völlig menschlich. Dass man Sachen sagt, die unüberlegt sind, ist auch menschlich. Das passiert halt manchmal. Ich hasse Lügen. Ich hasse Lügen. Das ist ganz schlimm für mich. Passiert manchmal vielleicht, weil man halt nicht drüber nachdenkt oder weil man jemanden nicht verletzen möchte. Dennoch sollte man immer zu seinen Fehlern stehen. Und gerade wenn man jemanden dabei erwischt zu lügen, ist es noch viel schlimmer, aus dieser Lüge wieder eine andere Lüge zu entwickeln und sich da in diesem Teufelsrad weiterzudrehen. Noch eine Schwäche von mir. Ich bin viel zu nett. Ich bin wirklich viel zu nett und ich kann es nicht ändern. Ich bin ein Ja-Sager. Wenn man mich um etwas bittet, dann sage ich ja, auch wenn ich eigentlich vielleicht die Zeit dafür überhaupt nicht habe. Ich möchte ja denjenigen nicht enttäuschen oder nicht verletzen. Das ist immer total blöd, weil eigentlich sollte man ja, gut, Familie ist natürlich was anderes, aber in erster Linie sollte man ja schauen, dass es einem gut geht und dass man dann auch anderen Menschen hilft, ist natürlich selbstverständlich. Aber die Wünsche anderer vor seine eigenen zu stellen, das ist halt ein großes Problem bei mir. Ich möchte immer allen recht machen, aber das ist im Großen und Ganzen falsch. Man sollte halt gucken, dass man auch selber nicht auf der Strecke bleibt. Wenn ich hier auf YouTube bin oder auf Facebook oder Instagram und ich etwas sehe, was mir gefällt, dann stöbere ich erstmal auf der Internetseite und dann landet alles ganz schön in meinem Warenkorb. Ach, noch das noch angeklickt und das noch angeklickt und am Ende, wenn es zum Checkout geht, denke ich so, brauchst du das wirklich? Eigentlich nicht, oder? Dann laufe ich nochmal in meiner Wohnung rum und wenn nach einer halben Stunde mich das Thema doch nicht mehr so brennend interessiert, dann verschwindet einfach alles wieder aus meinem Warenkorb. Ich habe tatsächlich mal meinen Lieblings-Hollywood-Schauspieler getroffen. Das war damals Bruce Willis. Und ich war zu einem Kalendershooting von dem Badeölhersteller Hawaiian Tropic auf Hawaii mit ganz, ganz vielen internationalen anderen Models. Und Bruce Willis hat dort gerade einen Film gedreht, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Also ich wusste, dass er dort ist, aber ich wusste nicht, dass er auch zufällig in unserem Hotel ist. Und als wir dann abends in der Bar waren und ich dann an der Theke stand, um noch eine Runde für die Mädels zu bestellen, gucke ich zu meiner Linken und er so, hi. Ich so. Da hat es mir echt die Sprache verschlagen. Ja, was mir dann nicht so gefallen hat, war, dass er ein paar Mädels und unter anderem mich auch auf sein Zimmer zu einer Party eingeladen hat. Natürlich wusste ich, welche Art von Party das sein wird und es hat ihn so in meinen Blick und in der Würde etwas sinken lassen. Ja, und dann war ich kein so begeisterter Bruce Willis-Fan mehr. Aber die Erfahrung war dennoch ziemlich cool gewesen. Ja, das waren meine 50 Facts about me. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt mich ein Stückchen näher kennenlernen können. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch beim einen oder anderen wiedererkannt habt, wie das denn bei euch so ist. Das würde mich interessieren. Und dann, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüss!